Bitteschön. Das sollten wir hinkriegen. Dann sage ich auch erstmal wunderschönen guten Morgen. Und dann versuchen wir heute mal ein bisschen was zu erzählen über intelligente Kameralösungen. So, wer sind wir? Wir kommen von der Firma ICE. Wir sind dort, ja, wir haben uns mal zum Slogan gesetzt, we make machines see. Das heißt, wir versuchen in Hilfe von künstlicher Intelligenz Maschinen lernfähig zu machen und so eben ganz neue Ansätze zu gehen. So, wer sind wir? Wir sind Experten für künstliche Intelligenz in der Kamerasensorik, Embedded Deep Learning und funktionale Sicherheit. Wir entwickeln Software und Hardware, das ist auch eine Besonderheit. Das heißt, es kommt bei uns wirklich alles aus einem Hause. Das heißt, wir können damit halt auch Kundenlösungen verwirklichen oder auch darstellen, so dass man also wirklich dort einen entscheidenden Mehrwert erhält. Wir haben drei Standorte. Wir sitzen mit dem Hauptstandort in Österreich in der Nähe von Wien, im schönen Gedersdorf. In Deutschland sitzen wir einmal in Freital und in Aachen. Die Standorte sind deswegen so gewählt oder auch so entstanden, weil hier in Deutschland sowohl die Hochschule in Dresden wie auch die Hochschule in Aachen ganz einfach für den Bereich Deep Learning, künstliche Intelligenz ganz einfach führend sind und wir auch sehr viel eben mit diesen Universitäten zusammenarbeiten. Was machen wir von der Firma ICE? Wir haben an sich drei Hauptstandbeine, die wir haben. Das ist einmal der Automotive-Bereich, das ist der Rail-Bereich und das ist der Manufacturing-Bereich. Ich werde heute aber auch nur auf den Bereich Automotive eingehen und dort eben auch nur auf den Bereich von der Rückfahrkamera. So, das sind einmal so die Vorteile des Systems. Was habe ich für Vorteile durch die künstliche Intelligenz? Wir werden bei Gefahren natürlich alarmiert. Und zwar nur bei Gefahr, weil wir haben auch eine Trajektorikberechnung bei uns mit drin. Das heißt, das System selber wertet auch aus, ob eine Kollisionsgefahr besteht oder nicht, um ganz einfach das Ziel zu haben, so wenig Fehlalarme wie möglich. Es ist heutzutage immer ein Problem bei diesen Warnsystemen, dass sie häufig zu oft warnen und von daher die Akzeptanz des Fahrpersonals und so weiter sinkt. Das versuchen wir darüber eben ganz einfach zu vermeiden. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wir haben auch beheizte Kamerasensoren, weil wir haben nicht immer so ein Wetter, wie wir es jetzt draußen haben, sondern wir haben halt hier in Deutschland auch häufiger mal ganz andere Wetterlagen. Und unsere Kameras sind in der Lage, eine 2 mm Eisschicht in unter 120 Sekunden komplett freizutauen. Das heißt, selbst im Winter und so weiter, klare, vernünftige Sicht, so dass wir echt einen echten Mehrwert haben. Und auch hier bei der Rückfahrkamera haben wir den Bereich noch erweitert. Da kommen wir jetzt aber auch in der nächsten Grafik ganz einfach zu. Was kann dieser Rearview Assist? Es bildet eben ein zusätzliches Hilfsmittel für das Fahrpersonal beim Rangieren. Gerade beim kritischen Rückwärtsfahren von Nutzfahrzeugen bis zu 10 km/h und wird automatisch aktiviert beim Einlegen des Rückwärtsganges. Das heißt, durch das Signal des Rückwärtsganges ist unsere Box dann aktiv und wertet ganz einfach die Bilder in Echtzeit dann auch aus und kann auch dann gleichzeitig detektieren. Das System besteht aus zwei Teilsystemen, weil wir haben einmal unterschieden einen Warnbereich und einmal einen Gefahrenbereich. Im sogenannten Warnbereich haben wir nur eine optische Signalisierung und im Warnbereich haben wir eine optische und akustische Signalisierung. Das System ist also wie gesagt geeignet für On- oder Off-Highway-Fahrzeuge. Da sind wir vollkommen frei, ob das jetzt Nutzfahrzeuge sind, ob das Busse, Sondereinsatzfahrzeuge, Stapler, Radlader, Dumper, wie immer sie alle heißen. Das ist also überall nutzbar und wie gesagt, Hauptziel eben Vermeidung von Kollisionen mit Personen durch die aktive Warnung des Fahrpersonals mittels integrierter künstlicher Intelligenz. Reduzierung der Fehlalarme hilft aber logischerweise auch Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Nichts von den Kosten mal abgesehen, auch die Ausfallzeiten bei so Fahrzeugen sind natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ist eine einfache, ermöglicht einfaches und sicheres Rangieren. Die beheizten Kameras, was ich eben schon sagte, für gute Sicht, auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Das System hat eine Selbstdiagnosefunktion, optimale Sichtbarkeit. Wir sind einer der wenigen, die Full-HD-Kameras benutzen. Und wir haben eben, wie gesagt, eine Echtzeitauswertung der Bilder. Zwischen Aufnahme des Bildes, also sprich Wahrnehmung des Bildes durch die Kamera und Ausgabe auf dem Monitor. Und dabei ist das Bild oder sind die Daten dann natürlich auch durch unsere künstliche Intelligenz durchgelaufen, vergeht eine Zeit kleiner 120 Millisekunden.
Das bedeutet, wir haben keine Latenz auf dem Bildschirm, sondern wir haben hier wirklich Echtzeitbilder. So, hier mal eine Grafik zu dem Sicht- und Gefahrenbereich, den wir ganz einfach haben. Und hier sehen wir auch, dass wir sowohl rechts wie auch links vom Auflieger bis zu 1,50 Meter nach rechts und links gehen, damit der Fahrer oder das Fahrpersonal überhaupt eine Möglichkeit hat, auch auf querende Personen und so weiter reagieren zu können. So, wie gesagt, dort haben wir einmal nur den blau dargestellten Bereich hier als sogenannten Detektionsbereich. In diesem Detektionsbereich würde das System nur eine optische Warnung ausgeben. Erst wenn man in den Gefahrenbereich reinkäme, kommt zu der optischen auch eine akustische Warnung hinzu. Hier haben wir auch dann ganz einfach noch diese Trajektorieberechnung mit drin. Das bedeutet, das System verfolgt die Bahn des Fahrzeuges, wie es fährt, aber auch die Bahn oder die Laufrichtung der Person, die sie erkannt hat. Und sollte dort ein Kollisionspunkt entstehen, erst dann tritt diese Warnung ganz einfach ein. Ja, das sind so, ich sag mal, mehr oder weniger mal ganz kurz aufgerissen die Vorteile dazu. Wenn dazu Fragen sind, stehe ich hier gerne im Anschluss auch noch mit bereit. Die Firma Brigade, die unser Vertriebspartner hier für das System ist in Deutschland, ist hier auch mit am Stand vertreten, so dass wir hier gerne auch noch im Anschluss für Fragen und so weiter zur Verfügung stehen. Mir hatte man gesagt, man soll sich hier möglichst kurz fassen. Das habe ich dann hier ganz einfach in dem Punkt mal versucht, um damit eben auch den Platz noch für andere ganz einfach zu lassen. Wie gesagt, sollten noch Fragen sein. Ich sage mal, von der Zeit her haben wir noch ein bisschen. Dann kann ich die gerne hier auch schon versuchen zu beantworten. Ansonsten, wie gesagt, stehen wir da gerne zur Verfügung. Dann bleibt im Prinzip nur noch eins. Normalerweise stellt man sich zu Anfang vor. Das ist dann meine Wenigkeit, die Ihnen das hier erzählt hat. Und wie gesagt, ich denke mal, das ist ein ganz sinnvolles und innovatives System. Vor allen Dingen mal ein ganz neuer Ansatz, weil bei allen Assistenzsystemen tun wir uns ja gerne schwer, dass das Fahrpersonal diese Sache akzeptiert. Und ich denke mal, hier aufgrund der KI haben wir hier einen sehr, sehr guten Ansatz gefunden, um diese Akzeptanz sehr hoch zu kriegen. Ja, dann bedanke ich mich und würde damit dann hier auch schließen.